So, liebe Freunde, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Idleminer Tycoon. Ich habe überlegt, wir prestigen einfach mal just so fun, um zu gucken, was denn passiert. Und ich brauche dafür Geld. Na, das ist natürlich ungünstig, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. 50,2 Millionen, das Cash ist auf was bezogen? Auf das ja wahrscheinlich, oder? Gut, ja, ist doch schön, dass wir das noch nicht machen können. Ja, nehmen wir mit. Brauchen wir noch ein bisschen mehr Geld, was wir aktuell nicht haben. Ja. Entfernen das Hindernis. 52 Millionen, okay. Kommen die klar? 5,1 Millionen, ja, ne? Kommt klar eigentlich. Wir können ja auf 100 gehen. Können wir ein bisschen mehr, kriegen wir 1 Million pro Sekunde. Ich glaube, damit kommt er aber nicht mehr. Kommt er damit klar? Anscheinend schon. 34 Millionen kann er tragen. Ach, sehr ärgerlich, dass ich dafür Prestige, für Prestige Geld brauche. Ah, da habe ich nicht gerechnet. Vierfaches Einkommen plus halt super Cash. Na gut. Ich glaube, wir gehen wieder auf die außerirdische Mine zurück. Ich glaube, da sollten wir gleich fertig sein. Wusstest du, dass Lagerhaus und Abzug bis 2400 möglich sind? Okay. Ist ja widerlich. Ups. So, ich habe hier, genau, das hier ist, glaube ich, auf Dingensen. Auf 400. Na, damit wir das mal schon alles leer machen können, was da hochgetragen wird. Gleich. Gleich mal auch mein doppelter Boost weg, ne? Dummerweise. 40,7 AB plus 42 AB im Transporter. Ist doch nicht so viel, wa? Dafür, dass es ein Boost ist. Na gut. Na, ist ja so. 2 Minuten 48, bis das fertig ist. 1,2. Okay. Da kommt ganz schön viel rein. Oh, da kann es nicht mitnehmen. Man kann kaum was davon mitnehmen. Da müssen wir verbessern. Da müssen wir es machen. 13,6 AC. Gut, ist ja schon was, Level 150, ne, muss man auch mal sagen. Wenn wir gleich hier durch sind, können wir die nächsten Minenschacht einfach mal komplett durchmachen. Na, Alter, wie viel müssen wir ja noch? Dreimal müssen wir uns noch durchbohren. Können hier mal ein bisschen die Kosten untersetzen. Damit wir ein bisschen was machen können. Boost ist ja auch leider erst auf 500, der nächste. Das macht aber nichts. 3,52. Das kann auf jeden Fall erstmal eine Menge. Alter, okay. Ich kann das Ding da kaum leer machen. Dann müssen die erstmal wieder verbessert werden. 6700 AB. Auch nicht so viel, ne? 700 AB. Geht besser. Eine Minute noch, Leute. Eine Minute. Ups. 800. Ja. Beim Fiederwagen war ja ganz cool. Das ist ja beim nächsten Boost.
Denke ich, 30 Sekunden noch. Kann ich probieren, hier alle Manager aktivieren? Geht doch, ja. Ja, anscheinend doch. So. Die Minenschacht müsste frei sein. Freischaltung abgeschlossen. 200T. 4A. 80A. 1, 8, 1, 3. Und nächste. Zack. Ich weise erstmal überhaupt einen zu. Ja, der Effekt ist erstmal noch nicht ganz so relevant für mich. Los, schuftet ihr kleinen Stinker. Ach, geil. Boosts. Sehr nice. Auf geht's. Kommt der hinterher? Er kann auf jeden Fall eine ganze Menge mitnehmen. Muss man auch mal sagen, ne? Na, sie saugen es leer. Einfach leer gesaugt. Okay, fährt schon wieder hoch. Einfach leer gesaugt, 2,5 Stunden. Na gut, das wird dann nach meinem wohlverdienten Schlaf sein. Ich habe jetzt irgendwie 1,5 Stunden lang aufgenommen. Um 1.30 Uhr ist es jetzt. Dann wird das schön mal entspannt nach dem Schlaf dann sein. Das ist natürlich. Ich muss. Ja, also ich muss bei der Eventmine ganz viel machen. Da darf ich nicht viel Pause machen, sonst kriege ich die Dings nicht mehr hin. Sonst passt das nicht mehr. Ich denke eher, dass ich mich hier den Aufzug größer machen muss, oder? Ja. Da unten haben wir noch ein bisschen AC. Da wird das mal ein bisschen verbessert. Eine Fuhr kann nicht mal dafür sorgen, dass ich das verbessern kann. Wahnsinn. Wahnsinn! Schön, 7,5-fache Laufgeschwindigkeit. Gönnt man sich direkt dran. Und wieder zurück. 5-fache Abbaugeschwindigkeit. Wow, okay. Und wieder fertig. Und wieder fertig. Ja, Minenschacht 15, hier sind wir jetzt fertig, ne? Bronze sind das außerirdische Abzeichen. Achso, Belohnung kann am Ende des Events eingesammelt werden, okay. Minenschacht 20, ein Fertigkeitspunkt und 15 Supercash. Bin gespannt, wofür die Fertigkeitspunkte sind. Da bin ich echt gespannt. Ja klar, gibt es auf jeden Fall einen Skilltree. Das haben wir ja schon hier gesehen, ne? Im Hintergrund so ein bisschen. Da, dass hier verschiedene Skills sind. Hier haben wir rot, hier haben wir grün, hier haben wir blau. Da bin ich echt gespannt, ey. Sammeln. 30,4 Millionen, 30,5 Millionen. Prestige. Ja, würde ich ganz gerne, wenn ich das Geld hätte. Und da habe ich schon eine Bronzemedaille bekommen. Fehlt nicht mehr viel für das Goldding. Da kriegen wir schon. Wir kriegen schon eine ganze Menge hin. Mal gucken, wie weit wir kommen werden. So, da ist anscheinend kein Problem mehr.
7,27C kann ertragen. AC. Und die meisten haben kaum was. Und wieder der Manager aktivieren, das geht auch. Was ich hier gerade hingeklickt? Ich habe keine Ahnung. Ah, wo sind die Manager? Hier unten. Ja. Gut, Leute. Ich denke, für mich war es das für heute gewesen. In 2,5 Stunden, dann ist das Ding fertig. Das gucken wir uns dann auf jeden Fall das nächste Mal an. Ah. Und hier haben wir erstmal ja, ganz entspannt die ganzen Missionen hier machen. Minenschacht 20, 25, 30, Minenschacht 16, Level 500 und so weiter und so weiter. Wow, alles maximal aus. 4 Stunden lang 10-faches Einkommen. Wow, Alter, heftig. Da bin ich mal gespannt. Vor allem die Truhen, auf die bin ich gespannt, was da so drin ist. Die erste Truhe gibt's hier. Minenschacht 30. Okay. 23,8 AB. Kannst du mir noch pushen? Anscheinend nicht. Ah ja, reicht ja auch. 23,8 AB pro Sekunde. Fürs Nix tun. Schon schön. Okay. Gut, Leute. Dann, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Idle Mana Tycoon. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis dahin. Ciao, ciao.